hallo, hier ist. Herzlichen Glückwunsch zu deinen 111 plus Abonnenten. Ich weiß ja im Moment selbst ganz genau, wie man sich da fühlt, wenn man so eine tolle Zahl erreicht hat. Ich bin im Moment auch so richtig im VA-Fieber, beziehungsweise ich bekomme im Moment täglich selber VAs geschickt für mein eigenes Giveaway. Du hast mir auch eine ganz tolle VA geschickt. Da konnte ich mir das natürlich auch nicht nehmen lassen, dir auf diesem Wege heute zu gratulieren. So, du hast uns gebeten, wir sollen gegensätzliche Ausrüstungsgegenstände vorstellen. Ich bin hier gerade auf einer schönen Wanderung, habe mir hier gerade ein schönes Plätzchen an einem Bach gesucht, mir einen Tee gekocht und habe mir gedacht, so, jetzt kannst du hier ja eigentlich mal die VA für Nias machen. Ich habe überlegt, was kann ich an gegensätzlichen Gegenständen oder Ausrüstungsgegenständen dir zeigen. Und ich habe gedacht, ich zeige dir dann mal, was es so an Bekleidung nicht gegensätzlich ergeben kann. Und zwar stelle ich dir heute meinen Hut vor. Und da ich gestern unterwegs war, mir neue Schuhe zu kaufen, im Gegensatz zum Hut, dann die Schuhe. Ja, was soll ich sagen? Das ist ein Filzhut. Das ist einer von den die man auch falten kann, das heißt, die kann man sich auch in den zusammenrollen und in den Rucksack packen oder zusammenrollen und in den Koffer packen, so dass man für unterwegs dann immer eine entsprechende gute Kopfbedeckung hat. So ein Filzhut besteht aus 100% Wolle. Vom Prinzip her ist es ja sowas wie Loden. Und wer weiß, wie gut Loden ist, der weiß auch, wie gut so ein Filzhut sein kann. Weil das Tolle an so einem Filzhut ist, er lässt eigentlich gar keine Feuchtigkeit durch, außer Wasserdampf. Das heißt, wenn ihr im Regen unterwegs seid, habt ihr definitiv einen trockenen Kopf. Seid ihr im Schnee unterwegs, habt ihr einen trockenen und warmen Kopf. Also ich trage den Hut eigentlich sehr, sehr gerne und auch bei fast jeder Wanderung. Wenn es zu warm ist, wenn es weit über 30 Grad geht, muss ich sagen, dann habe ich lieber so ein Käppi aus einem schnell trocknenden Material auf. Aber so bei normalen Temperaturen und wenn es dann auch kalt wird, habe ich sehr, sehr gerne diesen Hut auf. Ja, wen ist dann noch interessiert, was ich so an meinem Hut dran habe? Ich habe ja einige Nadeln mittlerweile dran. Gekauft habe ich mir den Hut mal im Urlaub am Königssee in Bayern, Richtung Berchtesgaden. Und darauf das Jahr bin ich mit einem guten Freund, schöne Grüße Christian, in Österreich gewesen. Und ja, da haben wir uns dann mal an schönen Gegenden, wo es uns gefallen hat, haben wir uns jeder dann mal so ein paar Nadeln mitgenommen. Das sind die Nadeln auf dieser Seite. Und auf der anderen Seite, wer meinen Kanal schon länger verfolgt, der weiß, dass ich im Mai im Harz unterwegs war und ein begeisterter Sammler der Stempel bin für die Harzer Wandernadel. Wie gesagt, das sind jetzt Bronze, Silber und Gold. Die nächste Nadel ist dann die Königsnadel bei 50 Stempeln.
Dann geht es weiter mit dem Harzer Steiger bei 111 Stempeln. Und wenn man dann alle 222 Stempeln gesammelt hat, die es gibt, dann darf man sich Kaiser nennen. Für nächstes Jahr plane ich im Moment noch den Hexenstieg zu gehen. Da gibt es dann auch Stempel für die Harzer Wandernadel. Und da kann man sich dann diese Zusatznadel Harzer Hexenstieg dann holen. Das ist dann für nächstes Jahr im Harz geplant. Schauen wir mal, ob das klappt. Ja, das ist dann der nächste Ausrüstungsgegenstand. Wie gesagt, gestern gekauft ist der Lowa Taurus GTX, ein leichter Gore-Tex Wanderschuh mit Wildlederansätzen. Wie gesagt, meine alten Schuhe, die waren leider nicht mehr wasserdicht. Und da hat es schon gereicht, wenn ich durch hohes, feuchtes Gras gegangen bin, dass ich nasse Füße bekommen habe. Und von daher habe ich mir dann jetzt mal ein paar neue Schuhe gegönnt. So auf den ersten Kilometern, ich habe jetzt, würde ich mal schätzen, so um die 5 Kilometer rum auf der Tour, muss ich sagen, sitzen ganz gut, kann ich ganz gut drin laufen. Ich habe jetzt aber zusätzlich auch noch neue Socken an und ich glaube, die Socken rutschen. Ich glaube noch nicht mal, dass ich so großartig in den Schuhen rutschen würde mit meinen normalen Wandersocken. Ich habe jetzt heute auch noch ganz neue Socken an. Muss ich mal testen. Ein bisschen rutschig drin. Es geht noch. Ich kann noch vernünftig drin laufen. Vielleicht muss ich auch mal mit der Schnürung ein bisschen gucken, dass ich die Schuhe anders schnüre. Muss ich bei Gelegenheit mal sehen. Es ist mir spontan noch eingefallen, dass ich meinen ältesten Ausrüstungsgegenstand ja eigentlich auch noch dabei habe. Und da ich dir mit den Schuhen meinen jüngsten Ausrüstungsgegenstand gezeigt habe, kann ich dir jetzt ja eigentlich auch noch meinen ältesten zeigen. Und das ist das alte, ein ganz altes Leatherman. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt es ist. Das hat auch schon so einiges mitgemacht. Ist das mit der Telefonzange? Ja, da, was soll ich dazu sagen? Das kennt eigentlich jeder von euch. Da sind Tatsache schon so ein paar Schraubendreher oder Flachschraubendreher, die auch schon ein bisschen was abbekommen haben, die nicht mehr ganz gerade sind. Aber ich habe es und ich habe es immer im Rucksack und von daher kann ich dir das auch noch zeigen. Ist mein ältestes Ausrüstungsgegenstand. Ist nicht ganz leicht. Ich habe ihn aber immer dabei und sollte es nur sein, um die Zange zu nutzen, um einen Topf aus dem Feuer zu holen. Dafür ist es auf jeden Fall allemal gut genug. Ja, hier ist. Ich trinke jetzt hier noch meinen Tee zu Ende. Ich sitze hier schön am Bach. Ist eigentlich recht gemütlich hier. Da oben geht ein Weg lang und da laufen ständig Leute vorbei, die schauen, was macht er da unten mit der Kamera. Aber es stört mich nicht großartig. Ja, mir bleibt nur, dir alles Gute für deinen Kanal zu wünschen. Mir gefällt dein Kanal. Du bist auch so ein tiefenentspannter Typ oder kommst zumindest so rüber. Bist auf dem Boden, bist geerdet. Das ist immer, sowas gefällt mir immer ganz gut. Zumal mag ich Menschen mit Bart. Ich mag Menschen, die Dialekt sprechen. Von daher kommt mir dein Kanal natürlich sehr entgegen. Ich hoffe, dir hat die VA gefallen und allen anderen, die das Video angeschaut haben, natürlich auch. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.